Daniel Vivian und der Nico von der Tanzschule Irina Bär das Kabel. Danke, super war's. Sehr schön. Wir kommen zu unserer fünften Kategorie und das ist diejenige, für die am meisten Nominierungen eingegangen sind. Im Vorfeld hat man sich ja gedacht, wir beschränken das immer auf drei, weil sonst wird es ja zum Teil auch ewig lang. Aber die Nominierungen, die gerade zu dieser Kategorie eingegangen sind, ist wahnsinnig schwierig zu sagen, nein, die nehmen wir nicht. Und darum haben wir jetzt ein paar mehr Nominierte, aber wir werden auch nur einen Sieger daraus haben. Lassen wir sie uns vorstellen, die rührigsten Vereine. Das sind zunächst mal die Lollipops. Rock'n'Roll-Verein vom ASV Cham. Ihr Konzept, Tanz ist Vergnügen mit Musik, die beste Brücke zu unseren beiden Tänzern eben. Und sie machen alters- und leistungsgruppengerecht eine Heranführung an Bewegung und Musik. Und wichtig ist ihnen dabei auch die Geselligkeit im Verein. Das sind die Lollipops. Zimmer in Furt im Wald und da ist die nächste Stadt bekannt und zwar über die Stadt hinaus natürlich die Waldbühne, die hier nominiert worden ist. Eine stattliche Zahl von rund 20.000 Besuchern mittlerweile jährlich und das umgelegt auf gut 170 Vereinsmitglieder, davon 50 engagierte Kinder und Jugendliche und was in der Nominierung besonders auch betont worden ist, die Waldbühne Furt im Wald bemüht sich besonders auch um die Intensivierung der Städtepartnerschaft zwischen Furt im Wald und Furt bei Stift Göttweig. Unsere nächste Nominierung ist eine Feuerwehr, und zwar die Freiwillige Feuerwehr Großein. Die allerdings großen Wert bei der Bewerbung oder ist da gelegt worden, dass sie Dorfgemeinschaft sind. Eine Dorfgemeinschaft bilden, wo jung und alt voneinander lernen und miteinander Spaß haben. Und das geht vom Spielmannszugständchen bis zum Public Viewing, was wir ja jetzt dann im Juni erleben werden mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Eine, wie wir finden, coole Sache, die Freiwillige Feuerwehr Großein. Ein großartiges Engagement, vor allem von Horst Donhauser und Eva Hörmann, auch, und das ist sehr wichtig, nicht nur heute, für benachteiligte Kinder, Kinder, die zum Teil auch verhaltensauffälliger sind, die hier in diesem Sport auch lernen, sich mit ihren Talenten wiederzufinden und in die Gesellschaft zu integrieren. Und groß geschrieben wird nicht der Einzelkämpfer, sondern der Teamgeist. Karate Donhauser. Sehr schönes Sprichwort aus der Sikh-Religion, das lautet, Gott schläft in den Steinen, Gott träumt in den Pflanzen, Gott erwacht in den Tieren und Gott kommt zum Bewusstsein im Menschen. Die nächste Nominierung ist deswegen ein Verein, besser gesagt ein Heim für Tiere und der Verein, der dahinter steht, das Tierheim K. Wieder zurück nach Furt im Wald. Als nächstes ist vorgeschlagen der Spielmannszug Grenzwendlein. Furt im Wald, vielmaliger bayerischer Landesmeister und nach dem Sieg 2007 auch in 2010 wird er für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Das nächste große Ereignis, das schon seine Schatten vorauswerfen wird, das war eines aus der Vergangenheit hier, der Papiersplatz in Rom gespielt, ist 2011 am Big Apple in Manhattan in New York bei der weltbekannten Stäubenparade. Der Spielmannszug Grenzfanline, müssen wir ehrlich sagen, hat so viele Titel, dass er die
diesen Titel heute Abend eigentlich nicht mehr benötigt, aber er hat ihn zweifelsohne genauso wie alle anderen verdient. Als nächstes haben wir einen Verein, der sich stark sozial engagiert. Dieser Förderverein aus VITA heißt NEST. Dahinter verbirgt sich Navadipam Educational Social Trust. Der kümmert sich um Kinder, die durch den Tsunami vor 5 Jahren zu Waisen geworden sind. Fast 30.000 Euro ist allein im letzten Jahr durch unermüdliche ehrenamtliche Arbeit erwirtschaftet worden und hilft Menschen und vor allen Dingen, so wie wir es hier sehen, Kindern in Indien. NEST, Förderverein NEST aus VITA. Gilt noch einmal einem Verein, der sich um Tiere kümmert. In dem Fall sind es die Tierfreunde in Bad Kötzing. Vor allen Dingen Hunde und Katzen haben es ihnen angetan. Und die Tierfreunde Bad Kötzing sorgen sich nicht nur um die Tiere, sondern vor allen Dingen auch, dass die Tiere wieder ein Zuhause bekommen. Das sind unsere 8 Nominierten. Bitte, Sie müssen bedenken, das sind alle, nochmal 8, alle, die hier allein nominiert sind, ist eine große Anerkennung und Wertschätzung Ihrer Arbeit. Bei vielen Menschen offensichtlich, die Sie vorgeschlagen haben, auch bei vielen, die für Sie gestimmt haben. Und hinter der Abstimmung, hinter dem Endergebnis steckt dann auch so viel Wahl, Auswahl, Mehrheit, dass auch der Sieger eigentlich nicht nur der Sieger ist, sondern alle 8, die Sieger sind. Ich darf überreichen. Und zwar in der Kategorie rührigster Verein haben sich ins Zeug gelegt die Freiwillige Feuerwehr Großeigen. Besuch kannten wir uns freier. Ne? Also wenn ihr mit dabei wart, herzlichen Dank, beste Gratulation.